Seid gegrüßt, liebe YouTuber. Tja, ich habe euch gewarnt. Noch nicht auf dem YouTube-Kanal, aber in meinem Report im Juli letzten Jahres vor dem grenzenlosen Optimismus der hiesigen Börsianer für sexy Wachstumsstories. Ich habe damals 7 aus meiner Sicht besonders krass überbewertete Wachstumsaktien rausgesucht und diese aus meiner Sicht soliden Value-Aktien entgegengestellt. Meine Prognose lautete damals, je mehr Zeit vergehen wird, umso größer wird die Outperformance der Value-Aktien. Spricht nichts dagegen, solche Trends zu reiten, wenn die Stimmung gut ist, Wachstumsaktien zu kaufen. Aber ich schrieb damals wörtlich, Sie sollten dabei allerdings nie vergessen, dass irgendwann die Musik zu spielen aufhört. Und dann stehen Sie ohne Stuhl da. Die Zeche zahlen dann die, die die Geschichte tatsächlich geglaubt haben. Und welche Geschichten es da geht, erkläre ich euch gleich. Nachfolgend jetzt zunächst mal eine Übersicht über die Performance der 7 Werte, die ich in diesem Fantasiedepot rausgegriffen habe. Und die ist sehr nüchtern. Wir haben hier zum Beispiel Staramba minus 53%, Codon minus 62%, Pantaleon, inzwischen heißen die Pantaflix minus 75%, Vectron minus 69%, Jok minus 66%, Norcom minus 58%. Mit Evotec habe ich lediglich einen Wert erwischt, der deutlich zugelegt hat, nämlich 37%, aber im Schnitt hat das Depot minus 49% gemacht in diesen rund 15 Monaten, hat sich also quasi halbiert. Um die Verluste aufzuholen, bräuchtet ihr eine Performance von fast 100%. Von 7 vorgestellten Werten haben 6 mehr als 50% verloren. Katastrophale Bilanz. Und demgegenüber mal das Langweiler-Depot. Ihr seht selber, die Verluste sind hier wesentlich geringer, wesentlich gemäßigter als im Fantasiedepot. Es sind sogar Werte im Plus, Schloss Wachenheim zum Beispiel mit plus 15% oder die Schwäbchenmolkerei mit plus 4%. Es gab nur einen kompletten Missgriff, das war die AS Kreation, Tapetenhersteller. Im Schnitt eine Performance von minus 11% hier. Klar, keine Glänzleistung, aber wir haben ein schwieriges Börsenjahr gehabt. Die Verluste sind überschaubar. Hier brauchen wir 12,4% plus Performance, wenn wir die Verluste wieder aufholen möchten. Ihr seht hier 12,4% versus fast 100%, die wir im spekulativen Depot brauchen würden, um die Verluste wieder aufzuholen. Heißt also, meine Warnung hat komplett ins Schwarze getroffen. Und wichtig, in diesem Fantasiedepot waren keine obskuren Penny-Stocks. Das waren Werte, die von Analysten in den Himmel gelobt worden sind, die in den deutschen Aktienforen heiß diskutiert worden sind. Aktien von Firmen, die vieles revolutionieren wollten. Staramba wollte mit den 3D-Figuren Vorräte im neuen Milliardenmarkt werden. Pantaflix wollte eine Art Netflix in der Nische werden. Vectron vom eher trögen Kassenhersteller mit Get Happy zum hippen Gastronomie-App-Entwickler. Juck wollte eine Größe im Bereich Mobile Advertising werden und Norcom vom Failed neuer Marktwert zum unverzichtbaren Big Data Technologieführer für die Automobilindustrie. Und alle diese Beispiele haben einen gemeinsamen Nenner gehabt. Pläne, die die Fantasie der Anleger beflügelt haben, aber Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen, in denen sich absolut nichts von dieser Fantasie wiedergespiegelt hat. Staramba hat 2016 gerade mal 2,1 Millionen Euro umgesetzt, hätte deutliche Verluste geschrieben, wenn man nicht einen Bilanzkniff gemacht hätte. Eine Verschmelzung der GmbH in die SE, wo man dann dadurch nominalen hohen Gewinn ausweisen konnte. Aktie wird trotzdem mit einem Kursumsatzverhältnis von fast 50 gehandelt damals. Bei Pantaflix ähnliches Bild. Der Kniff war hier extreme künstliche Knappheit der Aktie. Es waren nur 232.000 Stück frei handelbare Aktien. Das ist quasi nichts. Ja. Und dann hat man entsprechend heftige Promo-Maßnahmen eingeleitet, in Form gekaufter Analystenempfehlungen und der Kurs konnte sich so relativ einfach in die Höhe treiben lassen. Vectron hat in 5 Jahren insgesamt 4,4 Millionen Euro verdient und war trotzdem mit 230 Millionen Euro bewertet. Ja, in 4 Jahren wohlgemerkt, also pro Jahr gerade mal weniger als 1 Million. Das Kursgewinnverhältnis lag irgendwo bei 250, ja, wenn man es realistisch ausgerechnet hat. Und also völlig utopisch. Juck zum Beispiel in der Vergangenheit hat die Erwartungen immer und immer wieder enttäuscht gehabt. Bilanz war damals schon äußerst mürbe, Eigenkapital negativ, kurzfristige Schulden bei 6,1 Millionen
im Gegensatz dazu Cash bestimmt gerade noch bei 760.000 Euro. Habe schon damals geschrieben, ohne weitere Kapitalerhöhung durfte es also kaum gehen. Jock war zum Erfolg verdammt, der kam aber nicht nach guten Ansätzen, kam der einfach nicht wie erwartet und jetzt kämpft das Unternehmen wieder um seine Existenz. Tja, was lernen wir daraus? Das Problem ist, viele Anleger machen immer wieder die gleichen strukturellen Fehler beim Aufbau ihres Depots. Wir lassen uns locken von gut klingenden Wachstumsstory, Vision, Fantasie und zahlen dann viel zu hohe Bewertungen dafür und glauben viel zu sehr an Vision, an Zukunftsprognosen, an Fantasie. Charlie Munger hat mal gesagt, der Partner von Warren Buffett, ich lasse die Leute keine Vorhersagen für mich machen, weil ich es nicht mag, auf den Tisch zu kotzen. Sorry, das ist natürlich ziemlich heftig, aber ich denke, es wird sehr deutlich, was er meint damit. Das Problem ist, so eine Anlagestrategie geht gut, solange die Stimmung in den Märkten passt. Kippt die Stimmung, kommt das böse Erwachen. Wenn wieder die Leute wieder mehr auf die Fundamentaldaten achten, haben diese Anleger ein großes Problem. Ich habe gar nichts gegen Wachstumsfirmen, aber ich muss im Zahlenwerk auch erkennen können, dass es bei den betreffenden Firmen in die angedachte Richtung geht. Ich muss Fortschritte beim Umsatz sehen können bei den Margen, zumindest bei den Bruttomargen. Wenn es nicht vorhanden ist, wenn die Bewertung out of the ballpark ist, also jenseits von Gut und Böse, dann wird es gefährlich. Und bitte, bitte, hört nicht auf Analystenprognosen, speziell bei Small Caps. Die Analysten werden von diesen Firmen bezahlt. Und egal wie weit eine Aktie gestiegen ist, die Analysten finden immer einen Grund und immer eine Varianz im Discounted Cashflow Modell, dass sie ihr Kursziel nochmal weiter anheben können. Das ist absolut sinnlos und sogar sehr gefährlich, auf die Einschätzungen zu hören. Und umgekehrt war die Aktien, die ich im Gegendepot rausgesucht habe, das war nun kein ausgeklügeltes Depot. Ich habe einfach Werte rausgesucht, die nach verschiedenen Bewertungskennzahlen sehr günstig waren. Das war alles schon. Ja. Und dann, wenn man wirklich mal einen Bären mal 10, wenn es kräftiger runtergeht, ist man halt verdammt froh, wenn man mal eine Schwäbchenmolkerei im Depot hat, die dann trotzdem 4% zulegt, oder eine Schloss Wachenheim, einen Sekthersteller, der immerhin 15% macht, hat in dem Zeitraum. Ja, ich weiß, das ist alles nicht neu, was ich euch da erzähle, aber das Traurige ist einfach das, dass wir Anleger immer wieder die gleichen Fehler machen. Gehen wir mal 18 Jahre zurück. Ich habe den Artikel archiviert im Fortune Magazin Story August 2000, 10 Stocks to Last the Decade. A few trends that will likely shape the next 10 years buy and forget portfolio für Anleger. Fortune renommiertes Wirtschaftsmagazin, das zweite älteste der USA, da hat damals diesen Blick in die Zukunft gewagt. Buy and forget, also Kosciolani-Motto, kaufen und Schlaftablette nehmen, und das bei Wachstumsaktien, wo immer eine verheerende Strategie. Weil sich einfach im Technologiebereich so viel tut, da kann man kein Buy-and-Hold-Depot aufbauen. Und die Zwischenbilanz, die ich damals im Report gezogen habe, nach gut 16 Jahren, war, die Werte zusammengenommen haben einen Verlust von 27% erzielt, in 16 Jahren wohlgemerkt, und in dem Zeitraum, in dem der S&P 500, also der breite Index in den USA, 116% zugelegt hat. Mit Nortel Networks und Enron, damals 1000 Stars, waren 2 der 10 Werte schon wieder insolvent. Was ich damit sagen will, ihr braucht ein ausgewogenes und strukturiertes Depot mit Value- und Wachstumsaktien, das euch gut durch alle Börsenphasen bringt, nicht nur durch die Bullenmärkte. Das ist wie beim Fußball. Mit 11 Stürmen gewinnt man kein Spiel. Und schon gleich gar nicht, wenn die Stürmer nicht mal das Tor treffen. So, genug der Predigt, so viel für heute. Im nächsten Video Mittwoch geht es um den Einbruch von Apple und die Frage, ob die Wachstumsstory bei Apple nun endgültig vorbei ist oder nicht. Bis dahin, macht's gut, bleibt mir gewogen, euer Armin Brack.